Mein YouTube ist wieder mal euer René vom Vlog. Willkommen zum weiteren Teil. Nicht mal Minecraft, sondern ich habe mein neues Spiel Dream Lake Soccer. Ich habe jetzt schon mal so 2 Runden gezockt. Mal gucken, wie das Spiel so war. Oder ich habe es natürlich schon auf dem Handy gespielt. Ich spiele es aber hier auf dem Tablet. Und dann wollte ich das darüber aufnehmen und gucken, wie das so läuft, aber es läuft perfekt. Wir sind jetzt in der ersten Runde des Gold Cup drin. Ja, ihr seht ihr dann auch mein Team, Fun Team habe ich das benannt, mein Logo. Ja, und dann gehen wir mal in die erste Dings. Ich bin auch in der Trainingsliga erst drin. Das sind meine Trikots. Ich nehme mal das Haustrikot. Habe ich so ein bisschen nach einem Zeichen so ein bisschen angepasst. Ja, meine Spieler haben jetzt so ein bisschen Verluste am, also an Dings hier, an der Power. Die kann man dann hier unten schön, wenn man es will, aufwerten. Ich mache es jetzt einfach mal, damit wir die volle Power haben. Ja, und dann würde ich mal sagen, starten wir in die, in den Cup rein. Ja. Wir sind natürlich erst in der Trainingsliga, da ist es halt, das, wenn du da mal ein Spiel verlierst, dann bist du schlecht. Ich bin aber mal gespannt, wie es jetzt in der, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es in den Cup war, also in der Trainingsliga. Ich habe so gesehen noch ein Fußballspiel auf dem Tablet drauf. Das wollte ich nächste Mal mal gucken, wie das so ist. Aber eine kleine Ecke rausgeholt. Schöner. Mal gucken, ob die Variante geht, die ich immer mache. Dann spiele ich so in der Mitte. Ah, wollte ich dann drauf schießen, aber hat leider nicht so... Nein, nicht passen. Gut. Passt man schön nach vorne. So, jetzt in die Ecke und perfekt oben. Schön, müsste Winkel gewesen sein. Reingezogen, denn der Ding. Da führen wir auch schon 1-0. Kann natürlich auch sein, dass es hier genauso leicht ist wie die Trainingsliga. Aber ich sag euch, ich bin jetzt in der ersten Liga drin. Das ist schon kein Schlucker, Zuckerschlecken mehr. Oh. Ja, da, wenn man nicht aufpasst, steht es gleich mal schnell 1-1. Da natürlich im Cup, wenn es unentschieden steht, vielleicht. Das Tor sah jetzt aus wie das andere, es war aber ein anderes. Wir führen 2-0. Sollte es natürlich unentschieden sein, würden wir auch in die Verlängerung gehen und am Ende 11 Meter schießen. Ja, und man kämpft sich halt dann, man holt die Spieler, man muss gut Spieler holen, man muss Stadions dann so gesehen hochbauen. Es geht, glaube ich, bis 90.000. Hier ist eigentlich nur ziemlich viel kannst du machen und nach vorne spielen. Mister. Oh, ich dachte, da wäre schon das 3-0, aber... So leicht wird es dann doch nicht gemacht. Gucken, ob jetzt meine Dings funktioniert. Nein, das war zu... Wäre ich durchgekommen, hätte es geklappt. Da sitzt das 3-0. Also, ich schätze mal, Verlängerung wird es dort nicht geben. Und wenn du die Trainingsliga durch hast, kommst du sofort in die dritte Liga. Und dann wird sich immer höher gekämpft. Ja, und sobald du immer höher kommst, natürlich, so umso schwerer wird's. Mein alter Stand, den ich jetzt spiele, ich bin in der ersten Liga reingekommen, da wurde ich sofort Erster, da ging's noch. Aber jetzt zur Zeit, da wirst du ziemlich viel Zweiter oder verlierst auch mal ein paar Partien. Es ist jetzt nicht so leicht, mal eben einfach so um die Leute da rumzuspielen.
Dachte, da wäre das 4-0, aber ein paar Tore fallen natürlich jetzt in der Trainingsliga auch nicht sofort. Oh. Abseits. Oh. So gesehen, in der Aufnahme müsstet ihr Spielgeräusche hören. Das habe ich nicht ausgestaltet. Ich habe nur ausgeschaltet die Kommentare, also Kommentatoren, weil die so oder so auf Englisch sind. Bekannte Mannschaften wie Juventus Turin oder Real, glaube ich, müsste dabei sein, und andere, so wie Manchester United oder so, die Namen, die hörst du hier drin, aber so wie Deutsche jetzt hörst du gar nichts, weil bist ja nämlich, als ja auch kein deutsches Spiel ist, so heißt der Dream League Soccer. Ja, und du kannst halt da auch deine eigene Mannschaft benennen, also. Das, was ich nicht so gerne machen will, ist eigentlich Fouls, weil hier wird ziemlich viel, ziemlich hoch angerechnet. Oh, in der zweiten Halbzeit ist jetzt nicht mehr so wirklich was passiert. Mal gucken, ob ich noch ein viertes Tor hinkriege. Jo, passt. Drei Tore in der ersten, eins in der zweiten Halbzeit. So, dann haben wir auch im Cup weiter. Nächstes Spiel gegen Belgien. Hier müsste das. Ja, hier sind sogar die großen auch noch nicht mehr drin, weil eigentlich sind die bei der Cup nämlich drin. Hier kann man sich dann Spieler holen. Für 2710 gibt es natürlich jetzt einen richtig klasse Spieler, also einen Innenverteidiger mit 94. Aber hier gibt es schon ein paar andere, und wenn man dann weiter runter geht, wird es natürlich auch immer schlechter, aber wird natürlich auch immer billiger. Ich glaube, man kann hier auch den Maximalwert einstellen, wie weit du jetzt gehen willst. Das kann man machen. Es gibt dann aber auch, dann kannst du dir Spieler holen. Ab und zu bieten sie an Geheimspieler, dann zum Beispiel jetzt hier. Ist jetzt eher Art Dings und das, und dann kommt halt ein Geheimspieler, tust du dann das öffnen und dann kommt halt irgendein Spieler für euch. Ja, ich wollte das mal antesten, und dann würde ich mal sagen, wenn euch das heute gefallen hat, drückt mir gerne das Däumchen nach oben, lasst mir ein Abo da. Ja, vielleicht wundert ihr euch jetzt, am Sonntag kommt eins, weil ich wollte jetzt in der Zeit, wo hier nichts anderes kommt, drei Gaming-Videos machen, also Dienstag, Freitag und Sonntag, könnt ihr euch jetzt drauf freuen. Ja. Ja, und dann würde ich mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal im nächsten Video. Tschüssi!